Hallo, hier ist Quert von PocketPC.ch und heute möchte ich euch einmal die Bootzeit vom HTC Evo 3D zeigen. Außerdem zeige ich euch einmal den Quadrant und Nenamark Benchmark und wir testen einmal das Multitouch. Ich habe jetzt Fastboot ausgemacht bei dem Gerät, das heißt es wäre so, als wäre das Gerät komplett aus und wir fahren es einmal hoch. Wir können uns einfach mal anschauen, wie lange das bootet. Das Gerät mit seinem 1,2 GHz Dual-Core Snapdragon Prozessor und 1 GB RAM sollte relativ schnell hochfahren. Das Sensation zum Beispiel hat zwar den gleichen Prozessor, aber auch nur 768 MB Arbeitsspeicher. Wir schauen einfach mal, wie schnell jetzt das Evo 3D hochfährt. Ist natürlich immer ein kleiner Moment beim Booten. Wir testen gleich nochmal, wie das mit Fastboot aussieht. Fastboot habe ich zwar öfter schon gezeigt, aber für jemanden, der sich für dieses Gerät interessiert, zeige ich das gerne nochmal. Fastboot ist sozusagen ein Standby-Modus. Jetzt seht ihr, das Gerät ist fertig hochgefahren. Fastboot ist ein Standby-Modus, das heißt, das Gerät wird nicht komplett ausgeschaltet, sondern nur in den Standby gesetzt. Aber alle Verbindungen werden gekappt und es spart im Vergleich zum Ansein deutlich Energie. Dafür geht man einfach auf Einstellung und dann auf Power und macht hier den Schnellstart an. Wenn ich jetzt das Gerät einmal ausschalte, ausschalten. Und jetzt gleich wieder anschalte, werdet ihr sehen, dass das deutlich schneller geht bis zum Hochfahren. Wir können das jetzt einmal machen. Man muss den Knopf ein wenig länger drücken, damit man nicht aus Versehen das Gerät anschaltet. Okay, vielleicht muss man doch noch einen Tick länger drücken. Okay. Jetzt seht ihr das Gerät sofort wieder an. Kommen wir zu den Benchmark-Ergebnissen. Wir fangen einfach mal mit dem Multitouch an. Wir haben hier einen Finger, den das Gerät erkennt. Zwei. Der alte Multitouch-Bug, der schon lange behoben ist von HTC, ist hier natürlich auch nicht mehr. Dann haben wir einen dritten Finger, einen vierten Finger. Und das war's auch. Einen fünften Finger erkennt das Gerät nicht mehr, aber vier Finger reichen vollkommen aus, um das Handy zu bedienen. Im Normalfall berührt man das Display nicht mit vier Fingern. Nehmen wir einmal den Quadrant Benchmark und lassen ihn laufen. Könnt ihr vergleichen mit anderen Geräten. Zu bedenken ist aber, dass das Gerät ein QHD Display, also Quarter HD, das heißt 960x540 Pixel Auflösung hat. Deswegen wird gerade im Grafikbereich weniger Leistung erzielt als bei Geräten, die nur 800x480 Pixel Auflösung haben, da hier einfach zum Teil mehr Pixel berechnet werden müssen und zum Teil die Grafik Hardware auch eine andere ist. Das heißt, sie muss nicht unbedingt die schnellste sein, aber wie ihr sehen könnt, es ist vollkommen ausreichend für alle möglichen grafikfähigen oder grafikintensiven Programme. Bei dem Dual-Core-Gerät kann man eigentlich alles spielen, was man möchte, denn es hauptsächlich geht um Spielen bei der Grafik. Und es gibt zwar ein paar Tegra 2 optimierte Spiele, die nur für Tegra 2 gehen, aber die gibt es jetzt relativ häufig auch für normale Geräte. Hier sehen wir unser Wert, 1843. Wenn ich das Ganze jetzt nochmal machen würde, würde ich einen höheren Wert kriegen. Das ist immer so, denn je öfter man das macht, je mehr Daten davon sind im Cache. Schauen wir uns noch einmal den Nenamark an, dann mache ich wie immer den Sound aus. Das bringt ein paar zusätzliche Bilder die Sekunde und wir lassen hier einmal das ganze Nenamark laufen. Benchmarks sind wie gesagt immer nur dafür da, um ungefähr zu vergleichen, denn je öfter ich den Benchmark mache, je andere Ergebnisse habe ich. Man kann das Gerät auch, wenn man es routen würde, so optimieren, dass beim Benchmark einfach bessere Ergebnisse rauskommen, aber dass man in echt gar keine bessere Performance hat. Und deswegen ist es immer so ein bisschen fraglich. Bei Smartphones, aber auch bei Computern ist das schon oft so, dass die Treiber einfach auf Benchmarks ausgelegt sind. Hier haben wir jetzt einen Wert von 43,6 Frames pro Sekunde. Das ist nicht schlecht. Und das kann man halt allgemein über das Gerät sagen. Es ist von der Leistung her ziemlich gut. Es hat halt noch das Feature wie das 3D-Display und hier die 3D-Kamera. Haben wir aber noch in anderen Videos für euch.
Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch unseren Channel oder besucht uns auf www.pocketpc.ch, da im HTC Evo 3D Forum. Gerne was posten, eine Frage stellen, alles was ihr möchtet. Hier natürlich gerne den Daumen hoch, würde uns freuen. Ihr könnt unser Video auch favorisieren. Vielen Dank!